Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute nochmal Agando Whatever You Want mit dem Agando Fuego 5869RX Sekira für 2899,90 € runtergesetzt von 3399,90 €. Bevor wir starten, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben einen Discord-Server. Der Discord-Link, der ist unten in der Videobeschreibung. Das gibt es auch als Handy-App, das ist überhaupt kein Problem. Also als Handy-App, wenn ihr jetzt keinen PC habt oder so, könnt ihr das auch benutzen. Hier haben wir verschiedene Kanäle, wenn ihr auf diesem Server seid. Und hier gibt es einen Kanal, der heißt Config-Anfrage. Wollt ihr eine Konfiguration von uns haben, egal in welchem Preisbereich, egal für welchen Anwendungsfall, klickt ihr einfach darauf, dann eröffnet sich hier oben ein Ticket und dann könnt ihr quasi in diesem Ticket schreiben, was ihr haben wollt, beziehungsweise welches Budget und so ihr habt. Und dann erstellen euch unsere Berater auf jeden Fall einen PC. Den könnt ihr dann bei Dubaro kaufen, Krotus kaufen, Hardware-Rat, wo ihr gerne möchtet. Und dann wird euch auch geholfen. Habt ihr allgemeine Fragen zu Software oder ähnlichem, dann haben wir hier unten die Fragenkanäle, die sind auch immer gut besucht. Da könnt ihr dann halt gerne mal schauen, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr nicht mit klarkommt, überhaupt kein Problem. Nun aber zu dem eigentlichen System. Das ist halt ein System für 2900 €, das ist schon obere Fahnenstange. Und es ist einfach so, dieser PC wurde mir gestern im Stream vorgeschlagen und ich habe gesagt, über den mache ich auf jeden Fall ein Video. Und das mache ich nicht, weil es ein toller PC ist, sondern das mache ich, um wieder zu warnen. Darauf basiert dieser Kanal, dass ich auch warne vor schlechten Systemen. Und das hier, das ist leider so einer, so viel muss ich schon mal vorwegnehmen. Erstmal zu dem Bild. Das Bild ist absoluter Fake, also das Mainboard, das stimmt nicht. Die Wasserkühlung hier, die stimmt auch nicht. Hier ist ein Luftkühler drin. Das Gehäuse, das stimmt, ja. Die Grafikkartenhalterung wird auch nicht dabei sein, denke ich. Auch diese SSD, die hier verbaut ist. Also das ist absoluter Fake, gebt da bitte nichts drauf. Und hier ist auch leider kein Hinweis irgendwie, dass die Bilder variieren könnten. Das ist schon fast Hightech-Niveau. Finde ich ein bisschen schade. Starten wir mit den Basiskomponenten. Das Gehäuse ist ein MSI Gaming Tower MPG Sekira 500X. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Gehäuse noch nicht hier, aber die Sache ist einfach die, ich sage es immer wieder auch, hier habt ihr halt Lüftungsschlitze an der Seite, das ist für den Airflow nicht ganz so geil, besser wäre eine Meshfront, vor allen Dingen bei so potenter Hardware, die hier verbaut ist. Hier ist nur ein Lüfter in der Front und einer hinten verbaut, gut, die sind RGB beleuchtet, hilft euch aber nicht, wenn ihr höhere Temperaturen habt. Finde ich allgemein nicht so geil. Wie gesagt, ich hatte es noch nicht in der Hand, deswegen kann ich nicht mehr dazu sagen. Ich würde rein vom Optischen schon sagen, dass es nicht so gut ist, was den Airflow angeht. Der Rest geht eigentlich klar, die Größe ist angemessen, ihr habt viele Erweiterungsmöglichkeiten, Kabelmanagement ist alles vorhanden, aber bei so potenter Hardware sollte man auf ein anderes Gehäuse gehen, denke ich. Wie auch schon eben gesagt, er hat einen 200mm Lüfter in der Front und einen hinten und oben hat er auch nochmal zwei RGB beleuchtete, bringt halt nichts, wenn von vorne keine frische Luft reinkommt. Und das kostet 200,49 € bei Mindfactory. Wenn jemand von euch Erfahrung mit diesem Gehäuse hat, gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat es sogar jemand zu Hause, das wäre natürlich ganz geil dann für mich. Dann kann ich wirklich sagen, demnächst, wenn ich es nochmal habe, yo, alles klar, der meinte, das wäre in Ordnung. Und dann kann ich halt auch sagen, dass es in Ordnung ist. Das Netzteil ist ein BeQuiet Straight Power Platinum 850 Watt. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Platinum zertifiziert und vollmodular, ist ein gutes Netzteil. 850 Watt ist auf jeden Fall auch angebracht für dieses System, kann man nicht meckern. Völlig in Ordnung. Und das kostet 150,15 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B550M Pro-VDH Wi-Fi AMD B550 Chipsatz. Ja, wir haben bei diesem System, was 2900 € kostet, einfach das letzte scheiß Billo-Board verbaut, was es irgendwie auf dem Markt gibt. Da meckere ich sogar schon bei 1000 € System, wenn es drin ist. Und das ist überhaupt nicht angebracht bei diesem System. Eins der Hauptkritikpunkte überhaupt. Ich meckere über MicroATX, ganz oft, klar. Aber das ist nicht nur MicroATX. Es gibt auch gute MicroATX-Boards, keine Frage. Sieht dann halt kacke aus in so einem großen Case. Vor allen Dingen, dieses Case ist halt riesig. Und dann habt ihr so ein kleines Board da drin. Das ist, nee. Aber das ist halt einfach ein Drecksboard. Das könnt ihr für Bürorechner nehmen oder so. Ganz normale Office-PCs, dafür ist das gedacht. Das hat hier oben auch keine gekühlten Spannungswandler. Gut, 4 RAM-Bänke könnt ihr später noch erweitern. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier auch. Hier kommt die Grafikkarte rein. Mit etwas Glück könnt ihr diesen Slot noch benutzen, wie zum Beispiel für eine USB-Erweiterungskarte oder ähnliches. Und den hier könnt ihr dann auch noch benutzen. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, WLAN, Bluetooth, Netzwerkanschluss, PS2-Anschluss werdet ihr sowieso nicht benutzen. 4x USB 3.0, 2x USB 2.0. Diese ganzen Grafikanschlüsse, die sind halt für einen Office-PC. Es gibt ja Prozessoren, die haben eine integrierte Grafikeinheit. Bei Intel gibt es die, die ohne F und bei AMD, die ein G dahinter haben, ja, bei der Prozessorbezeichnung. Und es ist bei Office-PCs einfach so, dass die ohne Grafikkarte meistens kommen und dann das Bild über den Prozessor ziehen. Deswegen denke ich auch, dass das einfach nur ein Office-Mainboard ist. Also ich finde das echt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob sie die loswerden müssen oder so, da hätte mindestens irgendwie ein Tomahawk reingehört. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schade und auch blöd irgendwo. Und das kostet 103,39 € bei Mindfactory. Was den Prozessor angeht, haben wir hier einen AMD Ryzen 7 5800X 8x 4,7 GHz. Hier flexen sie natürlich mit dem 4,7 GHz Turbotakt. Er hat eigentlich nur 3,8. Klar, der kann bis dahin boosten, aber der Basistakt sind 3,8 GHz.
105 Watt TDP, 8 Kerne, 16 Threads, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Das ist ein guter Prozessor. Könnt ihr mit zocken, könnt ihr mit streamen, überhaupt keine Frage. Es gibt natürlich auch noch bessere, den 5900 zum Beispiel oder den 5950X oder den X3D als 5800er. Aber ansonsten ist es eigentlich schon ein guter Prozessor. In der Preisklasse hätte ich mir aber auch schon was Stärkeres gewünscht. Ich zeige euch gleich auch noch zwei Alternativen und dann werdet ihr schon sehen, was da eigentlich hätte reinkommen müssen. Und der kostet 299 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB PC 3600 G-Skill Trident Z Neo RGB 2x8 GB. Immer ganz wichtig, dass es zwei Riegel sind. Also wenn ihr einen PC habt mit einem Riegel, baut noch einen zweiten mit dabei. Am besten der gleiche Hersteller und sogar dieselbe Kennung. Der hätte so einen Aufkleber da drauf. Gebt da die Nummer einfach bei Google ein, könnt ihr euch einen zweiten dabei kaufen. Hier sind zwei Stück drin, das ist okay. 3600 MHz sind auch über der Spezifikation von AMD. Finde ich auch gut. Aber 16 GB ist in dieser Preisklasse halt auch Schmuh. Verstehe ich nicht, warum man da so reduzieren muss. Wenn wir welche zusammenstellen, in dieser Preisklasse kommen da teilweise 32, wenn nicht sogar 64 zum Einsatz, je nachdem, was die Leute damit machen wollen. Also qualitativ gut, leider zu wenig Kapazität. Und der kostet 141,79 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB XFX Liquid Cooling. Die war jetzt nicht verfügbar. Ich glaube, diese XFX-Karte hat auch nur einen 120mm Radiator. Wir nehmen jetzt als Vergleich die Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Limited Edition 16 GB mit einem 360er Radi. Das ist eine saugeile Grafikkarte. Gefällt mir auch designtechnisch ganz gut. Hätte ich mir bestimmt auch so eingebaut, aber ich bin jetzt auf die 3080 gegangen, wegen Adobe und so und auch wegen Streaming. Aber das ist wirklich die Top-Grafikkarte schlechthin. Klar, es gibt noch die 6950 XT, ja, aber ob sich das lohnt, weiß ich nicht. Ich würde dann lieber diese hier nehmen und die schmeißen wir jetzt auch so in den Warenkorb. Den FPS-Test dazu, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1073,89 Euro bei Mindfactory. Als SSD bekommen wir eine M.2 SSD 1TB Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Die ist nicht schlecht in so 1000-Euro-System, 1500-Euro-System. Aber bei dem Preispunkt hätte da schon eine 970 Evo oder eine 980 von Samsung reingehört und auf jeden Fall auch mehr als 1TB. 2TB Minimum, vielleicht noch eine HDD dabei oder so. Aber das ist echt schade. Also für ein Budget-System oder so ein Mittelpreissystem ist es noch okay, aber hier nein. Und die kostet 72,70 Euro bei Mindfactory. Als Prozessorkühler bekommen wir einen BeQuiet Darkrock 4. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 200 Watt. Der kriegt den 5800er Ryzen auch gewuppt. Aber die Wasserkühlung, die auf dem Bild suggeriert wird, ist halt einfach nicht drin. Hier ist es ein Luftkühler. Ist kein schlechter Luftkühler. Gar keine Frage. Kostet auch 60 Schlappen, ja. Aber die Wasserkühlung, die halt gezeigt worden ist, ist halt einfach nicht da drin. Und der kostet 60,17 Euro bei Mindfactory. So, hier sind einfach nur noch diese Lüfter, die vorinstalliert sind. Das liegt natürlich an dem Gehäuse, die werden einfach mitgeliefert. Die schenken euch da nichts, die sind halt einfach drin. Dann bekommen wir noch Windows 10 Pro 64-Bit. Solltet ihr einen Intel-Prozessor haben, sagen wir ab dem 12600K zum Beispiel, 12700K oder so, geht auf Windows 11 wegen dem Performance- und Efficiency-Kern. Hier bei AMD reicht Windows 10 natürlich völlig aus und wenn ihr später auf Windows 11 upgraden wollt, könnt ihr das auch kostenlos. Und das kostet 36,57 Euro bei IT Hardpulse. Bullguard Internet Security könnt ihr wegschmeißen, der Windows Defender macht einen sehr guten Job. Garantie, 36 Monate, Garantie und Support ist nicht selbstverständlich. Also normalerweise geben die so 2 Jahre ungefähr. Hier haben wir jetzt 3 Jahre, davon 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Das bedeutet einfach für euch, dass halt in den ersten 6 Monaten der Postbote bei euch vorbeikommt, das Ding abholt, wenn damit irgendwas ist. Nach den 6 Monaten müsst ihr es halt zur Post fahren oder warten, dass der Postbote kommt und ihn dann schnell erwischen und das Ding in die Hand drückt. Das muss er nämlich mitnehmen. Bearbeitung, Vorbestellung, unbestimmter Liefertermin, warum auch immer. Ich denke mal, das liegt auch an der Grafikkarte, weil die so schlecht verfügbar ist. Wie gesagt, wir haben hier auch eine Alternative genommen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den Arbeitsspeicher, die Grafikkarte, die wir als Alternative genommen haben, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2138,15 Euro. Das System soll kosten 2899,90 Euro. Einfach mal 750 Euro zu teuer. Selbst wenn ihr da jetzt 200 Euro fürs Zusammenbauen rechnet, sind es immer noch 550 Euro zu viel. Das System ist der letzte Scheiß. Das Bild suggeriert Mist, das Mainboard ist Mist, der RAM ist zu klein, die SSD ist zu klein und es hätte auch eine schnellere sein können von mir aus. Der Rest, ja, ist irgendwo okay, klar, aber würde ich nicht machen. Und ich lese in den Kommentaren immer wieder, dass die Leute sich freuen, wenn ich Alternativen zeige. Zeige ich euch jetzt einfach mal.
Ich habe jetzt einen bei Krotus rausgesucht und bei Dubaro. Nicht, dass jemand sagt, wenn ich schon wieder Dubaro zeige, irgendwas ist doch da. Nein, ist es nicht. Keine Partnerschaft, keine Sorge. Das ist der Supreme Gaming PC AMD MSI Sonderedition. Der kommt circa da dran. Nicht hundertprozentig, aber wir haben auch eine Geizhalsliste dazu. Dann seht ihr auch den Preispunkt. Der kostet 2250 Euro. Das Gehäuse ist das etwas kleinere Gehäuse. Also das eben war das 500er, das hier ist das 100er. Das ist aber nicht schlimm, es passt alles da rein, das ist soweit okay. Auch hier der Airflow, weiß ich nicht, wie der so ist, aber es ist halt so gegeben. Als Prozessor haben wir den gleichen Prozessor. Wir haben eine 3080, die ist ein bisschen langsamer als eine RX 6900 XT. Ich habe mir eben ein paar FPS-Tests dazu angeguckt. Den Vergleich packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Das sind bei einigen Spielen so zwischen 10 und 15 FPS Unterschied. Hier haben wir die G-Skill Ripshots. Die sind natürlich nicht RGB beleuchtet, aber ihr kriegt 32 GB 3600 MHz. Hier ist ein vernünftiges Mainboard drin, das Tomahawk B550. Dann bekommt ihr eine 1 TB Samsung 980 M.2 SSD. Die ist natürlich deutlich schneller als die Kingston NV1, ist aber auch nur 1 TB. Dafür bekommt ihr aber noch 2 TB HDD-Speicher mit dabei. Ich weiß, es gibt einige, die freuen sich nicht über HDD-Speicher, weil sie denken, das wäre übelst laut oder so, wobei die modernen Festplatten eigentlich nicht mehr so laut sind. Da könnt ihr halt eure Spiele und Musik und so drauf auslagern oder Videos. Dann bekommt ihr einen angebrachten CPU-Kühler, den habe ich mir auch vorher angeguckt, das passt auch soweit, und 750 Watt Netzteil. Das Netzteil ist 100 Watt schwächer, ist aber auch nicht schlimm, reicht für das System auch noch aus. Dann haben wir davon jetzt auch die Liste, hier ist die HDD, die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil, und da landen wir beim Gesamtpreis von 2089,89 Euro, das System soll kosten 2250 Euro, also bummelig 160 Euro Aufpreis fürs Zusammenbauen, was fair ist, überhaupt keine Frage. Also das ist definitiv der bessere Deal und ihr habt auch ein vernünftiges Mainboard und ordentlich RAM und so drin. Und dann habe ich mir den hier noch rausgesucht, um den Preispunkt zu erreichen. Der eben, der hat ja ungefähr 2,9 gekostet, hier haben wir jetzt 2,7, ja. Da ist ein Ryzen 9 5950 drin. Der ist nochmal 2 Stufen höher als der 5800X. Dann bekommt ihr hier auch eine RX 6900 XT, klar nicht die wassergekühlte, aber es ist halt eine 6900 XT. Die tun sich leistungstechnisch alle nicht viel, ob die jetzt wassergekühlt ist oder nicht, ist eigentlich egal. 32 GB 3600 MHz RAM, also auch das Doppelte an RAM, leider auch nur eine 1 TB SSD, allerdings eine ziemlich schnelle, und auch ein Full ATX Board, das X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi, und der Chipsatz ist auch nochmal besser, WLAN ist auch mit dabei. Und dann habt ihr hier eine 360er Wasserkühlung, die Corsair H150i Elite Capellex, ja, die ist auch in Ordnung für diesen Prozessor. Ein 1000 Watt Netzteil und das Lian-Li-Gehäuse. Also das ist auf jeden Fall der bessere Deal, was die Komponenten angeht. Schauen wir uns davon nochmal die Liste an. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Da landet ihr hier bei 2410,61 Euro. Der kostet jetzt 2,7. Also finde ich ein bisschen teuer fürs Zusammenbauen. Aber ihr bezahlt 200 Euro weniger und kriegt bessere Komponenten bei diesem System gegenüber dem Argando-PC. Also was Argando bei dem PC geritten hat, weiß ich nicht. Er wurde mir, wie gesagt, im Stream vorgeschlagen. Ich habe mir gedacht, ich mache darüber ein Video. Kauft diese Kiste auf gar keinen Fall. Ihr habt eben die Alternativen gesehen. Ihr kriegt auf jeden Fall bessere Komponenten oder bezahlt weniger. Eins von beiden. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wollt ihr euch ein System zusammenstellen lassen, fragt im Discord nach. Überhaupt kein Problem. Wir verdienen dadurch auch nichts. Wir kriegen dafür kein Geld, wenn wir euch irgendwas vermitteln. Sei es Krotus, Dubaro oder CSL oder wo ihr halt landet dann. Oder ihr baut eben selber. Wir machen euch auch dann die Geizhalslisten oder ihr könnt eure Listen reinschicken und wir bearbeiten die, überhaupt kein Problem. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne mal auf Twitch vorbei, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.